Good morning everybody here aus Tampa. Breakfast is ready and now I prepare my pre-workout. Today only crank pump pro, only for the pump. No stim. And now I will speak a little bit more English and jetzt switche ich auf Deutsch um. Unter den letzten Kommentaren haben viele geschrieben, dass Englisch grottig ist. Gib mir eine Chance, lasst mich üben. Seid nicht so gemein immer. Auf jeden Fall, kleine Planänderung. Heute wollte ich eigentlich mit dem Laden anfangen. So individuell kann das sein. Das Gewicht ist noch nicht so runtergegangen. Die Muskelfülle ist noch gut da. Das heißt, wir hatten 2,5 Tage zum Laden eingeplant. Heute moderat und morgen dann die Carbs erhöhen. Und weil eben noch genug Druck und Wasser im Muskel da ist, fettfrei bin ich. Deswegen haben wir gesagt, komm, heute die Kohlenhydrate noch mal draußen lassen. Und dann beginnen wir das Laden ab morgen. Deswegen mache ich heute noch mal einen Entladetag. Ja, 33,5 Gramm Crank Pump Pro. Übrigens hier so eine kleine schmucke Waage. Haben mir die Amazon Prime Days beschert. Und heute, wie gesagt, beginnt der Tag im MI40. Wir müssen uns jetzt beeilen, denn wir haben jetzt 9 Uhr. Um 11 Uhr habe ich einen Massagetermin bei den Physiotherapeuten. Nochmal alles richtig frei machen, behandeln lassen. Nochmal Schultermobilität, dass ich gut in die Posen reinkomme. Vorher mache ich ein Entladetraining, das heißt Ganzkörpertraining, Brust, Trizeps, eigentlich alles außer Beine. Pre-Workout, Crank Pump Pro. Intra-Workout, kein Intra, denn wie gesagt, Carbs heute nochmal reduziert. Intra-Workout ist lediglich ERAs. Auf jeden Fall darauf achten, dass man genug Leucin hat, denn das Leucin ist die wichtigste Aminosäure. Ich glaube 6 Gramm Leucin habe ich jetzt hier drin. Ja, ansonsten mein Omelett liegt da. Wir machen uns auf den Weg ins MI40. Ganzkörpertraining, Massage und danach nach dem Training ein kleines Posing für den Stefan nochmal, weil er sehen will, wie es heute Morgen aussah und wie es nach dem Training aussieht, wenn das Wasser sich umverteilt, in den Muskel reingeht. Und dann entscheiden wir, ob wir vielleicht heute Abend noch mal ein paar Carbs essen oder eben dann ab morgen mit dem Laden beginnen. Also ihr seht, es gibt kein Schema X, es gibt alles individuell. Deswegen ist ganz wichtig, dass man engen Kontakt zum Trainer hat. Das funktioniert super. Let's go!
focus on. Kind of like open things up some more. Open the muscles. Yeah, yeah. Legs. Okay. Back. Okay. And it's important what I told you. Yeah. With my external rotation. Rotation. Yeah. Yeah. For dub, back double. Yeah. Yeah. We'll open that and, up. Sure. When I do the last spread, yeah, you feel like you dip down that way to the left, right, left. Okay. And when I think I stay right, yeah, then I stay straight. Straight there. Yeah. Okay. Gotcha. Okay. Let's go face up first. Basically what this is a newbie device by NewFit. You've probably seen like Brad Rowe use it with a bunch of other bodybuilders. You probably see him work out with it. I saw Brad Rowe. Yeah. He trained some guys with... With it. Yeah. So what it does is this brings more neurological activity to the musculatures that are causing you pain or not firing correctly. So it sends those signals for it to kind of bring more activity to that musculature. Okay. So it'll help open things up. So you did personal training and take it? I have before. Yeah. 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 All right, so we're gonna do the pecs first here. Yeah. We just want something that's uncomfortable, but not too uncomfortable. Yeah. So you just tell me how that feels there. Starting to feel that pretty good? Yeah. Yeah. Feel that there in the lats? Oh, nice. Yeah. Boah, pretty good. Ja. Also Lieben, wenn das eine Physiotherapie in Deutschland kann, der Ahnung von Bodybuilding hat, von Muskeln und das nicht einfach nur sagt, sondern wirklich Ahnung hat, weil sagen tut das immer jeder und dann lasse ich mich therapieren und dann denke ich so, von Bodybuilding Ahnung ist das weit entfernt, also ohne jetzt jemanden hier anzugreifen. Auf jeden Fall, wenn das jemand kann und macht, dann gerne melden. Das ist geil. You okay here? Yeah. Yes. Good. Very good. The back post, back double, okay. Yeah. It's the whole back. Yeah. Flex. Did it feel good? Yeah. Yeah. Look good. Did it feel good going back? Easier. Look good. Yeah. Yeah. Look good. Did it feel better? Okay, like more smoother? Yeah. Feel like better. More open, right? Yeah. More movement. More range of motion. Yeah. Yeah.
felt that? Good. Oh, yeah. Roddy? Yeah, brother. Of course. You. Yeah, not a problem. I didn't fill up their form. Okay. I did it last night. Yeah, I was in the last Wir sind wieder auf dem Rückweg zur Unterkunft. War dein Training bzw. die anschließende Massage? Ja, ich hasse dieses Ganzkörpertraining, dieses Entladetraining. Weil für mich ist Training immer Training und Training heißt immer Muskelversagen, zerlegen, trainieren, Vollgas geben und so das letzte Training vom Wettkampf ist immer so alles durchpumpen mit vielen Wiederholungen und dann habe ich ständig das Gefühl, ich mache zu wenig. Weil in keinem Training würde ich das so machen, aber es ist eben natürlich ein besonderes Training, quasi Entladetraining. Massage war richtig geil, der hat mich nochmal so frei gemacht und mit so einer Elektrotherapie und so, also war wirklich eine coole Sache. Ich habe dem auch genau gesagt, wo ich meine Probleme habe mit der Back Double Biceps und mit dem Lat Spread und der hat mir Mobility nochmal ein bisschen was geholfen. Ich habe danach gepostet, habe gemerkt, okay, ich komme in die Back Lat Spread viel besser, Back Double Biceps viel besser rein, weil ich einfach die Schulterrotation in 2 Kilometer weiter auf, es ist 680. Weil die Schulterrotation einfach besser ist oder flexibler ist. Jetzt geht's zur Unterkunft. Der Yannick muss ganz fleißig Videos schneiden für euch. Genau. Es kommt ja noch eins mit Morgan Aste. Genau. Auf Tim seinem Kanal. So ist es. Ein Rückentraining mit Morgan Aste. Den habe ich schön kaputt gespielt gestern. Der war ganz schön K.O. am Ende des Trainings. Ja, der Hintern. Ich habe gesagt, wollen wir noch Hyper-Extensions machen? Oh, boy, you can't do it. Ja. Okay, also zurück zur Unterkunft. Und ich mache dann erstmal einen Nap. Bin ganz schön müde. Letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Kommt auch mal vor. Take a rest. Die drei linken Spuren verwenden, um auf SS-618 hier weiterzufahren. Ja, der gestrige Tag ging ja nicht ganz so spektakulär zu Ende. Tim hat viel Rest gemacht. Ich habe noch Videos geschnitten. Nicht mehr ich so wollte gerade sagen, herzlich willkommen zum neuen Video, aber wir sind einen Tag später und es ist quasi noch im gleichen Video. Was gab es denn gestern zu sehen? Das letzte Training, Ganzkörpertraining. Ich glaube, ich hatte noch so ein kleines Fazit gemacht, dass ich Ganzkörpertraining hasse, weil man alles nur so durchpumpt. Massage war mega geil, danach habe ich mich ausgeruht und gestern war ja, ich glaube, ich wiederhole mich, aber gestern war ja unplanmäßig nochmal so ein Entladetag. Ich habe auch gestern nur 1900 bis 2000 Kalorien gegessen, 100 Gramm Reis den ganzen Tag, sonst gar nichts. Also halt nur ein bisschen Fleisch und Ei, klar. Mein Gewicht ist fucking crazy, würde man sagen, hier in Amerika. Also das war gestern Morgen relativ hoch, deswegen haben wir entschieden, nochmal einen Tag zu entladen. Heute Morgen war es noch höher, aber die Form ist scharf, die Form ist super, passt alles, obwohl das Gewicht hochgegangen ist und jetzt fangen wir heute an zu laden. Heute gibt es fast 1000 Gramm Kohlenhydrate. Wir laden natürlich nicht nur, um den Muskel voll zu machen, sondern um eine Wasserumverteilung stattfinden zu lassen. Das heißt, dass das ganze Wasser, was jetzt noch so aus subkutan überall ist, dass sich das alles in die Muskulatur reinzieht. Dafür sind die Kohlenhydrate auch da. Hat auch was mit Kalium-Natrium-Haushalt zu tun.
müsste man allem, könnte man ein Video mitfüllen wahrscheinlich, wie das auch biomechanisch funktioniert. Auf jeden Fall gab es jetzt gerade für mich die erste Portion Instant Maispudding und ich hatte wirklich Glück, denn die Firma ESN hat mir Instant Rice Pudding auch nochmal nachgeschickt, weil ich gesagt habe, Kreatin und Glutamin ist leer, Instant Rice Pudding habe ich auch keinen mehr. Haben sie mir auch nochmal nachgeschickt und es war gestern mal noch eine kurze Überlegung, eventuell Texas auch noch mitzumachen in den Wettkampf. Aber der Heimflug ist fix gebucht, kann auch nicht mehr umgebucht werden, weil es läuft gerade einfach wirklich so gut, die Form ist geil und es macht Spaß und ich merke halt, dass ich mich auch von Wettkampf zu Wettkampf verbessern kann. Und verbessern meine ich nicht nur formtechnisch, hat bis jetzt auch funktioniert, aber auch präsentationstechnisch und Souveränität und so weiter. Und das ist ja ein riesen Learning. Macht Spaß, sich hier mit den ganzen Amis zu connecten und ich kriege auch sehr viel Zuspruch. Und deswegen war die Überlegung, Texas noch zu machen, aber wir haben es jetzt gecancelt. Einmal wegen dem Flug und einmal wegen der Einschulung von meinem Sohn. Genau, so sieht der heutige Tag aus. Also jetzt gibt es noch 2 Kohlenhydratmahlzeiten, dann habe ich 3 Carb-Mahlzeiten drin und dann soll ich dem Stefan bitte ein Form-Update schicken und dann nehmen wir euch natürlich mit, wie ich dann ein Form-Update mit ihm mache. Und jetzt heißt es für mich einfach nur heute relax, posing, eating, relax, posing, eating. Und das Meeting ist heute noch, ne? Ah ja, genau. Ja. 15 Uhr ist heute Athletenmeeting. Das wird heute auch nochmal spannend. Dann treffen die ganzen Rivalen aufeinander, aber eigentlich kenne ich mittlerweile alle. Die einzigen, ich glaube 2 davon habe ich noch nie live gesehen. Der eine, weil er relativ neu im Game ist, sag ich jetzt mal, der Quinton. Schauen wir mal, wir nehmen euch mit. Ja, wie heute Morgen schon erwähnt, 3 Lademahlzeiten sind drin. Wir sind jetzt eigentlich kurz vor der Abfahrt zum Athletenmeeting. Und jetzt, ich bin noch ein bisschen am Schnaufen, habe schon 2 Runden gepostet. Jetzt gibt es noch eine 3. für euch und für den Stefan. Dann rufe ich noch mal kurz an, denn in Deutschland ist jetzt abends. Wenn ich wiederkomme, ist es da wahrscheinlich Nacht. Machen wir noch mal kurzes Gespräch, kurzen Check-up mit dem Stefan und dann geht's zum Athletenmeeting. So, wollen wir mal Stefan anrufen. Gucken, was der Boss of Outlaw sagt. Hey Boss! Wie schaut's? Gut! Schön. Lass mich das Video kurz anschauen. Schau ich jetzt da gleich parallel. Du hast jetzt auch mit ein paar Mahlzeiten schon ordentliche Bums reingekommen. Hab echt gut Druck jetzt gehabt. Hab jetzt aber auch. Ich wollte gerade sagen, Halleluja. Ich hab jetzt ein paar Runden durchgepostet halt. Ja? Und das in der knallenden Sonne. Puh. Boah, das schaut aber bombastisch aus. Schön. Gerade mal 3 Lademahlzeiten drin, ne? Ja. Bauch musst du ein bisschen aufpassen, dass der auch beim Essen. So, also sonst grundsätzlich beim Posen war gut. Nur zum Schluss dann, wie du fertig warst. Blub. Ja. ich muss aber sagen, Bauch wird jetzt besser. Wir haben ja gestern nur 100 Gramm Kohlenhydrate gemacht. Ja. Und da habe ich extrem viel getrunken, weil ich auch nicht so viel gegessen habe und so. Und gestern Abend und auch heute Morgen ist mir der Bauch echt gut gestanden. Mhm. Und dann habe ich jetzt aber gemerkt, ich dachte so, oh shit. Wenn ich heute auch noch lade, dann wird er ja immer schlimmer, der Bauch, aber der ist dann besser geworden. Wird immer besser. Ich musste mal den Urs fragen, beim Urs ist es so, der Urs kann oft am Ende der Diät überhaupt kein Vakuum ziehen und dann mit jeder Mahlzeit, die er isst, kann er es auf einmal tiefer reinziehen. Ja, aber also ganz komisch. Mein Gewicht ist ja sowieso urkomisch, was das so runter und hoch und... Voll. Also diesmal ist das aber der brauchst du gar keine Sorgen machen, der Look jetzt von dem Video schaut brachial aus.
Wenn man überlegt, dass ich mal ursprünglich in Alicante runtergepurzelt bin bis auf 102 und jetzt stehe ich hier knüppeltrocken, noch trockener als da mit 110, da kann man mal schauen, Muskel, Glykogen und noch alles, was da noch alles möglich ist. So, ne? Das ist immer das, wo ich sage, okay, Muskulatur, Substanz verlieren, das ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Aber Nährstoffeinlagerung ist halt so viel Platz und das ist es halt auch immer, wo ich immer predige, ich wäre so gern immer früher fertig, um dieses Spiel spielen zu können. Ja. Na gut, dann machen wir Family Time, du bist ja im Urlaub. Und wir fahren jetzt zum Athletenmeeting. Haben wir jetzt schon was aufgenommen? Wir haben es aufgenommen, aber der Yannick macht es. Gut, also machen wir wie besprochen. Wie besprochen weiter, genau. Beim letzten Mal war es so, dass auch der Michi gesagt hat, ja, wenn locker mehr reinpasst, auch mehr, aber wir bleiben heute bei den... Diesmal bleiben wir. Also schauen wir, ob wir morgen vielleicht sogar ein bisschen runterregeln müssen, aber das schauen wir uns morgen dann an. Sehen wir morgen. Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Alles Gute, Schwert, ja. Danke, schönen Grüße. Tschüss. Tschüss. Actually, I would like to start to fill up to yesterday, yeah. But the weight was too high and looked pretty good. And yeah. Then we have Joyce today, mm-hmm. Start today with carbs. Yeah. And well, carb eating makes tired. Of course, it's a good feeling though. Yeah, and you have the birthday celebration. Yeah. Your birthday party in Cheesecake Factory. Yes, sir. Yeah. That's his favorite spot. I know. Do you come with me after the show the other day? Man, how are you? Do the Cheesecake Factory? Good, you yeah. Too. We'll hit it up, brother. We're good. Just hit me up. Yeah. Of course. Okay, nice. Hi, brother. With you. Meine Tante hat mir geschrieben, die verfolgt das auch immer. Timmy, du brauchst eine blaue Posinghose. Mal gucken, vielleicht haben die ja so. Do you have posing tanks? Just classic. Just classic, okay. Bodybuilding, what size? Large? I don't know, yeah, large. Medium, large. Large, yeah. My wife will be here later, I'll yeah. Bring some. Okay. My aunt called me and she followed my bodybuilding career and she told me, hey, Tim, you need a blue posing slip. Oh, that's my wife too. Yeah. Okay. Well, registration finish. Just go right there and you'll pick up your number in the car. So, hier haben wir ein bekanntes Gesicht. Jenny. Guten Tag. Wir stehen in der langen Schlange für die Registrierung. Ja. War eben schon mal vorne beim Eingang, aber hier ist wieder striktes Filmverbot, gerade drin im Saal, deswegen. Brauchen so eine Undercover-Kamera. Ja. So mit so einer Sonnenbrille. So eine Knopfkamera eigentlich. Die gibt's voll wirklich. Von Ray-Ban habe ich da irgendwas gesehen mit Kamera in der Sonnenbrille drinnen. Und die Qualität wahrscheinlich nicht lässt zu wünschen übrig. Ja, wie fühlst du dich? Gut eingelebt hier in Tampa? Ja, voll. Die Hitze ist ganz schön brutal.
Und wenn man dann so lange in einem klimatisierten Raum ist, dann vergisst man das Ganze, wie heiß es draußen eigentlich ist. Ich habe jetzt schon meine erste Schicht Farbe bekommen, weil das sonst, glaube ich, alles ein bisschen knapp wird, weil die Tannen heute nur bis 5, glaube ich, und jetzt um kurz vor 4 ist die Registrierung für die Frauen. Der Tim ist ja gerade noch drinnen. Genau. Aber ansonsten geht es morgen für mich ja schon ganz früh auf die Bühne. Also 8 Uhr fängt bei mir schon das Prejudging an. Wir sind 32 Figurprofis und 2 davon sind für den Olympia qualifiziert. Also ich und noch eine Mitstreiterin sozusagen. Bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich kann jetzt schon sagen, dass die Art und Weise, wie hier die Wettkämpfe sind und wie die Menschen in Bezug auf den Sport sind, auch beim Tanning jetzt, in der ganzen Organisation, wie sie einem helfen und auch was für einen, wie sagt man das, Standpunkt oder Stand. Ja, ich finde, hier herrscht eine ganz andere Mentalität auch dem Sport gegenüber. Und die Leute sind hier irgendwie total glücklich. Ja. Und das steckt einfach irgendwie an. Also ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein. Bist du denn zufrieden mit deiner Form? Ja. Bist du jetzt kräftig am Laden gewesen? Ja. Hab ich gehört. Ja. Also wir haben schon vor ungefähr einer Woche gesagt, die Form ist jetzt schon besser als auf der Bühne beim letzten Wettkampf. Ist doch mal was. Ja, also mein Mann bereitet mich ja vor und der hat das alles wieder perfekt getimed und kann gar nichts sagen. Ich werde von oben bis unten bestens betütelt. Dann hoffen wir das Beste und wünschen dir viel Glück für morgen. Dankeschön. Und wir schauen mal, was wir sonst noch so einfangen können. So, Tim, schon durch. Wie war's da drin? Kommt der nicht mit rein? Guck mal hier, der Kameramann, der ist Pete dran. Ich habe mich vor einer Sekunde hingesetzt, werde ich direkt interviewt hier. Cool, also ich glaube, es war jetzt die schnellste Registrierung meiner ganzen Karriere. Weil da waren die Tische nach Klassen, kam rein, stand keiner. Start Nummer 3, 2 Bilder gemacht, das war die Registrierung. Da habe ich noch mit dem Dorian Hamilton gesprochen, dann mit dem Quinton. Mit dem Antoine habe ich gesprochen und jetzt bin ich auch mittlerweile ganz schön aus meinem Ladeslot draußen, weil ich jetzt hierher gefahren bin. Achso, mit Dennis James habe ich gesprochen und der Dennis muss ich jetzt heute schon moderieren. Heute sind schon die Masters irgendwie dran und wenn der gleich wiederkommt, dann schauen wir mal, ob wir noch mal kurz über die Form drüber gucken. Reis, ein ganz kleines bisschen Tartar. Und ein bisschen Mandelmus. Hi. Geht ab. Hey. Ich bin Erik. Ah, hi. Ich bin der Kameramann von Rap One bzw. ESN. Wie läuft's? Ja, wie läuft's bei dir? Wie lange ist jetzt schon Tampa? So eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde erst. Du warst jetzt noch in Miami, gell? Ja, in der Nähe. In der Nähe. Das heißt Port St. Lucie. Oh, okay. Du bist jetzt mit dem Auto hier rüber gefahren? Ja. Hast du gesehen, wo das Tanning ist? Das Tanning ist oben, glaube ich. Obergeschoss. Okay. Ja. Scheiße. Ich brauche noch ein Ding. Peeling. Peeling, okay. Wie ist allgemein ein Wohlbefinden? Ja, alles klar, kein Problem. Ja. Ich mache mir nichts draus. Ich habe schon so oft gemacht, weißt schon. Deswegen. Was ich sagen muss, ne? Alle laufen rum wie die Assi-Bodybuilder hier. Guck, wie schnieke der Roman aussieht. Ja, ich hab mir gedacht, in Hemd. Jeans, mit Hemd. Nur die Schuhe hätte er mal binden müssen. Ja, ich hatte keine Zeit mehr. Bin aus dem Auto rausgestiegen, hab mich neben dem Auto umgezogen. Aber wirklich schnieke hier. Ja. Braun gebrannt, vorher noch ein bisschen Solarium gemacht. Also Respekt, Roman. Ja, sie hier gleiche Etikette gezeigt. Wettkampf geht schon los. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Haben wir bei der WM früher gelernt. Ja, ja. Weißt du noch? Schön machen bei Registrieren und so. Ja, genau. Ich habe auch tatsächlich zumindest Haargel reingemacht. Die letzten Tage immer nur mit Cappy rumgelaufen. Und dann habe ich gesagt, zumindest die Haare mache ich mir schön. Ich wollte mich erst noch rasieren, aber. Warst du oben beim Spraytan? Ich gehe jetzt hin. Hol mal gucken. Gehen wir zusammen. Ja. Gehen wir zusammen.
Also für den Aufenthalt, fürs Training und so war unser Standort, wo wir jetzt hier gewohnt haben oder wohnen, perfekt. Denn wir haben wenig Verkehr gehabt, weil wir ziemlich mittig zentral gewohnt haben. Also wir sind auch immer in alle Gyms in verschiedene Richtungen immer die gleiche Strecke gefahren. Also war sehr, sehr zentral, wo meine Freunde, meine Bekannten wohnen. Allerdings, der Wettkampf, der ist genau beim Airport und ihr könnt euch mal anschauen, was hier los ist. Das ist quasi jetzt hier so der Feierabendverkehr oder Airport-Travel. Das wird wahrscheinlich immer so sein. Zu unserem Nachteil, denn da müssen wir morgen zum Tanning herfahren, da müssen wir zum Wettkampf herfahren. Dann überlegen wir, ob wir vor dem Wettkampf muss ich ja nochmal nachtannen lassen, ob wir dann nochmal heimfahren oder einfach hier bleiben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist hier ganz schöner Verkehr. Und Registrierung war so schnell wie noch nie. Also war echt gut organisiert. Man kam da rein, leider konnte der Yannick nicht mitkommen mit der Kamera. Ich habe ein bisschen mit verschiedenen Athleten gesprochen und jetzt gerade mit dem Roman noch ein bisschen gequatscht. Also ihr seht, der Roman und ich, wir haben keinen Beef miteinander. Wir sind einfach relativ neutral zueinander. Klar, wir sind jetzt gerade Konkurrenten, aber auch Teammitglieder. Und das macht es ja aus, dass man so fair ist, vernünftig. Wir werden wahrscheinlich nie Best Friends, aber wir verstehen uns. Und das ist wichtig. Wir haben ja auch schon zusammen trainiert und alles. Habe ich mir auch bei seinem Bunker 2.0 Aufbau auch geholfen und so. Also es gibt keinen Beef. Außer der Rabattcode Beef. Und übrigens Rabattcode Rex. Damit können wir Roman unterstützen. Rabattcode Beef mich. Denn diese ganzen Wettkampfreisen, ihr wisst, haben schon oft erwähnt, sind auch nur dank euch in dem Maße alles so umsetzbar, dass wir euch mitnehmen können, das ganze Videomaterial festhalten können. Ich schaue mir dann die Videos meistens ein halbes Jahr später oder so dann an, so als Erinnerung. Oder kann es irgendwann mal meinen Kindern zeigen oder meinen Urenkeln oder sowas. Guck mal da, der Opa. So war der Opa hier bei der Registrierung. Wir tanken jetzt nochmal, damit wir es morgen nicht machen müssen. Wohl noch ein bisschen was drin ist im Tank. Dann geht's heim, weiter laden. Ich muss gleich auf jeden Fall irgendwo rechts ranfahren, muss eine Mahlzeit essen, denn durch Registrierung und den Verkehr bin ich ein bisschen im Verzug. Zu viel auf einmal essen ist natürlich nicht gut. Ich habe es ja heute Morgen schon erwähnt. Wichtig ist Verdauung, Verdauung, Verdauung. Das ist so das Wichtigste, dass der Bauch schön flach bleibt, drin bleibt. Und dann sehen wir uns gleich Tankstelle, zu Hause, Rice Pudding zubereiten. And then, I don't know if the word is correct, but I do a very large ass bomb in the pool. Jedenfalls ist keine Tankstelle, die Diät geeignet ist, weil da drin dieses Gretchens hier. Alter, die haben das hier. Leckt mich am Arsch. Ey, guck dir das mal an. Muss ich noch mal rein? Musst du mal rein, ja. Wie sind die Benzinpreise hier? Die sind in Gallonen umgerechnet, ne? Müsste mal umrechnen, eine Gallone. Und dann die Dollar in Euro. Dollar und Euro ist ja fast easy, weil... Das ist ja 1:1 irgendwie, ja, fast, ne? Nicht ganz, aber... Fast war es aber letztens schon mal. Aber wir rechnen es mal um. Wusstet ihr eigentlich, dass der Yannick auch Maschinenbautechniker ist? Nee, nicht ganz. Ich bin Techniker für Karosserie und Fahrzeugbau. Ah, okay. Maschinenbau ist nochmal eine andere Fachrichtung gewesen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier fachmännisch den Literpreis in Euro mal umgerechnet. Mathematisch. Ja, mathematisch. Wie auch immer, sind wir jetzt hier bei 89 Cent gerundet. Also schon pro Liter. Pro Liter, schon günstig. Also wir haben die Gallone in Liter umgerechnet und dann wussten wir, wie viel Liter wir für wie viel, also für $50 haben wir, wie viel getankt?
Für 50 Dollar haben wir 55 Liter getankt. Ja. Und dann haben wir noch die 50 Dollar in Euro umgerechnet und dann nochmal dividiert durch die Literzahl. Und dann hatten wir Preis pro Liter. Machen wir das raus. Auf jeden Fall ist es im Gegensatz zu Deutschland günstig. Ich habe mir jetzt den German Chocolate Cake geholt. Ich muss sagen, der Janik ist wirklich sehr, sehr nachsichtig und diszipliniert hier. Der geht kaum in so einen Burgerladen. Ich mache nur zwei Fehler. Ich sage ihm jedes Mal, wenn hier irgendwas geil ist, und er kauft sich's dann. Ob das im Supermarkt war, wo ich gesagt habe, hey, das musst du unbedingt probieren. Zack, stand's im Kühlschrank. Und jetzt habe ich gesagt beim Tanken, komm mal mit rein, das schnallst du ab hier. Und er kauft sich direkt hier so einen Becher. Jetzt haben wir wieder ein Laden mehr auf unserem Merkzettel. Ja. Das wird, glaube ich, langsam. Bei mir ist oft so, dann, aber ja, vor dem Wettkampf, klar, da ist man dann so ein bisschen Food-Fokus, gerade wenn man in Amerika ist. Ich muss dazu sagen, ich wiederhole mich wahrscheinlich, ich bin jetzt schon ein Vielfaches oft in Amerika und bin oft nach Hause geflogen, ohne jemals ein typisch amerikanisches Cheatmeal, weder Cheesecake noch Eis noch Burger noch irgendwas zu essen, weil ich jedes Mal auf Diät war, ein Fotoshooting hatte oder wie auch immer. Jetzt haben wir eine riesen Liste, was wir alles essen wollen. Geht mir aber oft so, dass ich vorher sage, ah, das esse ich, und dann irgendwie hast du zweimal gegessen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und dann denkst du so, ach, wenn ich jetzt noch mehr esse, dann geht es mir schlecht und man will das Essen auch genießen. Und wenn es dann einem schlecht geht, weil man so lange das nicht gegessen hat, dann denkt man wieder, esse ich mein Bodybuilding-Food, das ist genauso geil. Und tut seinen Zweck. Ich muss auch wirklich sagen, also ich esse dann gerne mal so eine Sünde, so ein Eis, das haue ich mir rein und so einen Käsekuchen. Aber ich muss schon sagen, ich freue mich immer wieder auf meine Routine und auf mein Essen. Was einfach ein sehr befreiendes Gefühl ist in der Off-Season und so, wenn man das Essen zubereiten kann. So ein bisschen, wo man gerade Bock drauf hat. Wenn man jetzt sagen kann, okay, ich mache halt mal einen Spritzer Ketchup drüber. Das darf ich jetzt gerade nicht wegen Salz, dann durfte ich es nicht wegen Kalorien. Oder wenn ich mir so eine Soße kaufe, die ich so eine Tomatensoße, die auch nicht so viele Kalorien hat. Weiß ich, zum Beispiel so Bolognese oder sowas, was man drüber macht. Ist einfach so ein befreiendes Gefühl, wenn man da nicht so zwanghaft tracken muss und drauf schauen muss, obwohl man trotzdem sauber ist. Also ich werde mir nach meinem Wettkampf, kann ich erstmal keinen Reis sehen, so für ein paar Tage. Reis esse ich auch immer gerne. Aber ich werde mir nach dem Wettkampf schönes Rinder-Tatar machen mit so Tomatensoße oder eher so pasteurisierte Tomaten. Und dazu gibt es Sweet Potato. I love Sweet Potatoes. Schon hat man eine sehr gute Sport-Fitness-Lifestyle-Mahlzeit und die auch lecker schmeckt. Ich werde es euch teilhaben lassen. Aber vorher an den 10 Kugeln Eis auch. Ja, ich wollte es gerade sagen. Die Food Challenge, da müssen wir es auf jeden Fall. Die steht. Oder Yannick backt mit. Oh, weiß ich nicht. Ich habe ja 3 Kugeln aus der Eisdiele gegessen und die waren schon sehr, ja, fast geplatzt, der Junge. Sehr mächtig. Also. Ja, ist alle sehr mächtig. Ich mag das auch nicht, wenn ich zum Beispiel diese Cookies, die sehen geil aus, aber da gibt es schon große Unterschiede. Ich mag nicht, wenn ich einen Cookie esse und ich so richtig, richtig diese Butter und Fett rausschmecke. Also wenn ein Cookie schon sweet schmeckt nach Schokolade oder nach irgendwelchen Sweeties, aber wenn man nicht da reinbeißt und das schon so wie so Gummi abbeißt, weil man eigentlich so denkt, man beißt in so ein Stück gute Butter rein. Das mag ich nicht so. Vorletzte Lademahlzeit für heute. 150 Gramm. Maispudding. Und das Coole ist, der wird richtig wie ein Pudding. Also Instant Rice Pudding, den kann man auch machen wie so ein Pudding, aber der hier, der wird richtig wie Pudding. Pudding. da habe ich übrigens die Stories immer im Kopf vom David Hoffmann. Der macht immer so eine Instagram-Hintergrundmusik, wenn er sich sein Rice Pudding zubereitet. Müsst ihr euch mal anschauen. Pudding. Vielleicht findest du es ja. Vielleicht finde ich es. Pudding. 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 Pudding.
Ja, das Wasser muss ich heute noch trinken. Das ist genau abgezählt. Und Wasserkocher ist an. Moment warten. And then I jump in the pool. Für eine kleine Abkühlung und danach heißt es shave my body. Okay. Wollen wir was sehen hier? Wie in Portugal. Arschbomben-Challenge. Und? Gut, ne? Ja, auf jeden Fall guter Wellengang hier. So, wie man sieht, ist das schon hier wie Pudding. Pudding. Und hier gibt es nochmal zusätzlich Reismilch, um nochmal ein bisschen die Kohlenhydrate zu erhöhen. Und das muss ich jetzt ein bisschen so unterquirlen, ein bisschen unterrühren. Und dann mache ich es nochmal ganz kurz in die Mikrowelle, lasse es nochmal kurz ziehen. Und dann gibt es nur ein bisschen Zimt und ein kleines bisschen Honig dazu. Und das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schauen wir mal, wie wir Deutschen abschneiden. Ich drücke uns beiden die Daumen, Roman oder jetzt auch mir. Ich freue mich, wenn der Roman vor mir landet. Ich glaube, der Roman freut sich nicht, wenn ich vor ihm lande. Aber ich bin da ziemlich sportlich fair. Aber was ich sagen kann, ich habe es schon mal erwähnt, ihr könnt uns unterstützen und supporten. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst gar nicht, wie sehr oder wie wichtig dieser deutsche Support oder der Support unserer Fans ist. Ganz, ganz wichtig. Nicht nur Support in Form von Einkauf bei ESN mit einem Rabattcode. Beef, mein Rabattcode, wenn ihr mich supporten wollt. Code Rex, wenn ihr den Roman supporten möchtet bei ESN.com. Gibt es gerade auch noch 20% auf alles. Müsste morgen auch noch sein, ja. Ja, aber auch der Support allgemein über Privatnachrichten, über Stories, über die Kommentare. Ganz, ganz wichtig, wirklich kommentieren oder zumindest das Video liken oder den Kanal abonnieren. Es gibt immer ganz viele, die inaktiv das Ganze anschauen, aber nicht abonniert haben. Deswegen auch ganz wichtig, abonniert meinen Kanal, abonniert Romans Kanal, abonniert Rap1-Kanal, selbstverständlich. Damit unterstützt ihr uns. Vielen, vielen Dank. Mal schauen, was der morgige Tag so bringt. Morgen früh in aller Frühe. Alle früh fahre ich in das Works Fitness, wo ich die ganze letzte Woche mein Cardio gemacht habe. Denn da habe ich mein Stretching gemacht, mein Cardio. Und habe dem Stefan da immer Bilder und Videos geschickt. Und der Stefan sagte, es ist besser für ihn, wenn er die gleichen Lichtverhältnisse hat. Deswegen geht es für mich morgen früh ganz früh in das Gym. Einfach nur um Bilder und Videos zu machen als Formcheck für den Stefan, damit er gleiche Verhältnisse hat. Und dann entscheiden wir, wie viel wir morgen nochmal laden. Ja, wie die Form aussieht, ob sie besser wird, ob sie schlechter wird. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Also, ich gehe jetzt duschen, rasieren und dann ins Bett. Gute Nacht aus Tampa.